Das hier ist der richtige Platz, um eine Trickfalle zu bauen. Deine Trickfallen gehen immer nach hinten los, Harvey. Oder muss ich dich an dein Malheur mit dem Säure- und Piranha-Becken erinnern? Ich dachte, doppelt hält besser. Ich lege ihn unter die Matte und hole ihn später wieder ab. Inspektor Konrad ermittelt. Der geheimnisvolle Fußmattenbeschrifter hat keine Fußabdrücke hinterlassen. Wo hatte er nur die sauberen Schuhe her? Dies könnte das geheime Gewürzregal des Barmanns sein. Hallo? Spreche ich mit dem Fußpflegenotdienst? Ja, bitte? Ich hätte gern einmal die Unterboden-Heißwachsbehandlung für den vorderen Fußballen. Nicht mit mir! Ich habe es satt, dass die Leute auf mir herumtrampeln. Seltsam. Aufgelegt. Ich bin nicht zum Teppichklopfen hier. In diesem Bild tritt Captain Unbrauchbar aus Versehen in das Katzenklo von Unbrauchbar Cat. Ich hasse diese Dinger. Heute gibt's Wünsch dir was. Das ganze Haus riecht bereits danach. Ich kann damit nicht reden. Es ist keine mundgerechte Portion. Ich koch mir lieber mein Extrasüppchen. Siehst du diesen Topf, Harvey? Vergiss den Topf. Wir kochen unsere eigene Suppe. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Man kann Kleiderbügel zwar kochen, aber nicht essen. Ein weiteres Beispiel für eine Situation, in der der Effekt die Kausalität im Stich lässt. Hui, das wird lecker! Dies ist nicht der Schmelztiegel des Verbrechens. Daran beißt sich die Schere die Zähne aus. Der Topf steht nicht auf der Karte. Ich habe trotzdem einen bekommen. Der älteste Konflikt der Menschheit. Kochen oder Pizza bestellen? Darauf lässt sich leider nicht herumkritzeln. Ich habe Topfschlagen immer gehasst. Das ist eine Beschäftigung für dumme Konformistenkinder. Ich glaube, Alfred mochte Topfschlagen immer. Das passt. In diesem Bild kocht Captain Unbrauchbar die Nase vom Vegetabler. Vier Buchstaben zwischen mir und dem Horizont. Topf. Hallo Topf, was macht die Suppe? Oh, du kennst das ja. Köchelt so vor sich hin, nicht? Ja. Mummel, 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 mummel. Ich könnte mich in die Freiheit kochen. Mit ordentlich Knoblauch. Siehst du diesen Topf, Harvey? Vergiss den Topf. Der kommt mit. Dies ist nicht der. Darin bewahrt man für gewöhnlich Besteck auf. Hallo? Jemand zu Hause? Es rasselt, es klimpert.
befindet sich in einem Besteckschrank? Was mag es nur sein? Ich hab's! Es ist eine Schrapnelllawine aus den Anden! Vor denen muss man sich in Acht nehmen. Oh, große Überraschung! Da ist Besteck drin! Mal sehen, was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer! Und eine Gabel! Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab! Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Ein Besteckschrank! Jetzt können wir endlich meine Messerwurfnummer ausprobieren. Muss ich werfen oder bin ich an eine rotierende Zielscheibe gefesselt? Beides gleichzeitig. Ui. Wozu? Der Topf ist leer. Ich habe von der Freiheit gekostet und einen Vorgeschmack bekommen. Aber ich habe noch nicht aufgegessen. So kann ich das Quietschen reparieren. So, jetzt quietscht es wieder. Der Topf passt nicht in den Besteckschrank. Wir müssen den Topfschrank suchen. Seit wann bist du so ordentlich? Ach ja, tun wir einfach so, als hätte ich nie was gesagt. Das tue ich bestimmt nicht wieder zurück. Die tue ich bestimmt nicht wieder zurück. Aha! Inspektor Konrad hat den Fall gelöst. Die Gabeln waren gezinkt. Die kommt erst dann zurück in die Besteckschublade, wenn sie fertig gegessen hat. Zählen Cocktailschirmchen eigentlich auch zum Besteck? Hallo? Spreche ich mit dem Catering-Service? Ja, bitte? Sie haben vergessen, die Löffel zu liefern. Was unterstellen Sie mir da? Gucken Sie doch mal ganz genau nach. Na gut, aber... Au! Au! Hey! Reingefallen! Seltsam. Aufgelegt. Ohne einen Kugelschreiber sollte man nie in eine Besteckschublade kriechen. Mit allerdings auch nicht. Lieber nicht. Poloschläger verkeilen sich immer in der Besteckschublade. In diesem Bild spielt Captain Unbrauchbars Röntgenbesteck verrückt. Was soll ich machen? Mir aus dem Kleiderbügel ein Fluchtauto schnitzen? Oh ja, ein rotes! Ich brauche kein Messer, um mir die Zehennägel zu schneiden. Messer, Gabel, Schere, Licht. Meine Sammlung ist fast komplett. Was? Das gibt es doch nicht. Das Messer ist sogar zu stumpf, um Cornflakes zu schneiden. Ist dies die Tatwaffe? Kommt auf die Tat an. In der Tat. Tatü, tata. Messer, Gabel, meine Sammlung. Das ist nur die Getränkekarte. Das Kabel ist bereits durchtrennt. Möchtest du mal das Messer halten, Harvey? Oh ja, oh ja, oh ja. Und jetzt lass uns Dr. Marcel suchen. Harvey, benimm dich. Gewalt löst keine Probleme. Feige. Diesmal trennen sich Feder und Schwert unentschieden. Nein, beide sind für sich schon gefährlich genug. Vielleicht sind sie zusammen dann gefährlich-gefährlich. Etwas, das gefährlich-gefährlich ist, könnte auch gefährlich für uns sein, Harvey. Auf diesem Bild schmiert Nützlich Boy Todesbrote für die Mittagspause.
Clark Kleiderbügli, willst du die hier anwesende Gabi Gable zur Frau nehmen? Und ab sofort Frau Gabi Kleiderbügli heißen? Vergiss es. Fußnägel kann man ruhig mit den Fingern essen. Was war das für ein Geräusch? Klang wie Knigge, der sich im Grab umdreht. Wenn etwas Essbares in diesem Topf ist, dann hat es ein gutes Versteck. Und das ist genau der Grund, warum wir immer noch in dieser Irrenanstalt sind. Sehr gut. Die Polizeimarke ist al dente. Messer, Gabel, meine Die Gabel steht nicht auf der Ich habe trotzdem ein Das Leben ist ein Picknick. Sehr clever. Benutze Telefon mit Gabel. Haha. Zu Scherzen aufgelegt, hm? Wir machen hier die Witze. Kapiert? Telefon mit Gabel. Ein Knaller. Messer, Gabel, Schere, Licht. Edna schwänzt den Unterricht. Der Gabelstift. Das ultimative Werkzeug für Erbsenzähler. Meine Damen und Herren, der meist erwartete Kampf der Saison. In der linken Ecke 4 Zacken des Todes, die ihren Gegner zum Frühstück verspeisen. Begrüßen Sie die Gabel. In der rechten Ecke. Im letzten Match siegreich durch K.O. in der Schwergewichtsklasse. Der Titelverteidiger Polo Schläger. Und nun? In diesem Bild spricht Captain Unbrauchbar zu den Höhlenmenschen. Nein, meine haarigen Freunde. Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Heute ist Wünsch- und hier aber noch... Heute ist und hier aber noch... Asbestbeschichtete Topflappen. Hallo, ihr Lappen. Ich wollte auch immer nach Lappland. Aber dann bekam ich die Masern und wurde von einem wahnsinnigen Psychologen gekidnappt. Schließlich wurde mein Gedächtnis gelöscht. Darum bin ich nie dazu gekommen, nach Lappland zu reisen. Vielleicht nächsten Sommer. Hier an der Wand nutzen sie mir gar nichts. Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit. Hey! Wenn ich hier raus bin, dann ist das sicher das Erste, was ich tue. Meine Topflappen schön sorgfältig in den Garderobenschrank hängen. Du solltest Comedy-Star werden. Wenigstens mein imaginärer Freund hat das erkannt. Harvey? Könntest du meinen Fußnagel mit diesen Topflappen reinigen? Nein. Die Topflappen passen perfekt zu diesem Topf. Wenn er doch nur heiß wäre. Und jetzt was? Den Topf erhitzen? Ja, so muss es doch laufen, oder? Na gut, trennen wir die beiden Lappen. Bitte nicht. Manche Dinge gehören einfach zusammen. Wie alte Dame und Hund. Oder Münze und Einkaufswagen. Pickel und Teenager. Topflappen und Topflappen. Oder du und ich. Ach, Harvey, das war süß. Gute Idee! Jetzt funkelt sie wie eine vom Blitz getroffene Nacktschnecke.